Und weil wir schon dabei sind bei Erklärungen, noch eine Erklärung, dass ihr es vielleicht besser versteht als Verbraucher, warum wir auf die Straße gehen. Das hier sind Kartoffeln ohne Pflanzenschutz angebaut mit Blühstreifen dazwischen. Das war ein Projekt, was ich dieses Jahr gemacht habe. So, dann haben wir probiert, die Kartoffeln zu vermarkten. Der Handel wollte uns für die Kartoffeln bezahlen 3,50 Euro pro 100 Kilogramm. 3,50 Euro pro 100 Kilogramm. Jetzt haben wir die Kartoffeln gerodet mit 7 Leuten, mit 2 Maschinen, haben in der Stunde geschafft, 2 Tonnen zu roden und zu sortieren. Das heißt, die 2 Tonnen hätten ausgemacht 70 Euro, wenn ich die verkauft hätte. 70 Euro, von den 70 Euro hätte ich bezahlen müssen, in der 1 Stunde, die 7 Leute und die 2 Maschinen. Jetzt könnt ihr euch ja mal den Mindestlohn ausrechnen und da bleibt nichts über. Ich hätte Geld dazu getan. Dann habe ich mir natürlich gesagt, bevor ich das dem Handel verschenke und subventioniere, mache ich lieber eine Kartoffelkiste und jeder bezahlt einfach das, was er möchte. Das ist immer noch mehr als das, was mir der Handel bezahlen würde. Das sei auch nur mal kurz erklärt, damit ihr versteht, warum wir so vehement auf die Straße gehen. Es geht kein anderer Weg mehr vorbei, sonst gehen wir alle den Bach runter.